Tatort Hohe Warte in Wien-Döbling. Es ist alles angerichtet für einen fantastischen Football-Sonntag-Nachmittag. Herzlich willkommen zu Game Day auf Crush TV. Wir berichten heute vom Big Six-Schlager Raiffeisen Vikings gegen Dresden Monarchs. Big Six, der beste Clubwettbewerb Europas, der geht in seine entscheidende Phase. Die Berlin Adler kämpften sich mit einem 18:10 über die Swako Raiders am Samstag in das Finale der Big Six und heute entscheidet sich, ob die Vikings oder die Monarchs um die Krone in der europäischen Königsklasse des Football mitspielen werden. Es gibt heute, abgesehen davon, dass es ein deutsch-österreichisches Clubduell ist, auch ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern von der EM. Im Kader des Nationalteams waren 20 Wikinger dabei, die auch heute zum Einsatz kommen werden. Auf Seiten der Monarchs 4, nämlich 2 aus Deutschland und 2 aus Frankreich. Die beiden Franzosen sind die Imports bei den Dresden Monarchs. Und apropos Imports, bei den Raiffeisen Vikings werden beide Imports heute spielen, Emmanuel Moody und Craig Sednoff. Und Erstgenannter, für den ist das heute ein besonderes Wiedersehen, hat er doch 2013 selber noch bei den Dresden Monarchs gespielt. Ich wünsche viel Vergnügen beim Spielbericht, kommentiert von Danny Fettner. Österreich gegen Deutschland, dritter Akt nach dem verlorenen EM-Finale gegen den großen Bruder und der Big Six-Niederlage der Raiders am Vortag gegen Berlin, liegt es nun an den Vikings-Spielern, einen deutschen Totalerfolg auf allen Ebenen zu verhindern. Die Ausgangssituation könnte kaum spannender sein. Österreichs Rekordchampion, die Vikings, brauchen einen Sieg zum Aufstieg. Die Dresdner ihrerseits brauchen sogar 14 Punkte plus oder mehr. Laurinho Walch bringt den Eröffnungskickoff bis an die 30-Yard-Line. Dann Emmanuel Moody, der gegen sein Ex-Team motiviert ins Spiel startet, was aber auch für seine alten Clubkollegen gilt. Die spielen 4 gegen Moody und die Vikings geben den Ballbesitz rasch wieder ab. Die Gäste starten ihrerseits mit Play-Action, angetäuschte Ballübergabe Jeff Welch auf Trevor Deed und die Monarchs gleich in aussichtsreicher Feldposition. 2500 Zuschauer auf der Hohen Warte feuern ihre Mannschaft an, unbeeindruckt davon die Monarchs, und schneller als man Deed sagen kann, steht es 7:0 für Dresden. Das Ganze ein Weckruf für die Vikings-Offense, die nun konzentrierter ans Werk geht, wieder durch Moody, diesmal mit schönem Raumgewinn. Dann ein starker Pass von Christoph Gross auf Manuel Thaler, der Mann mit dem Catching-Radius einer Riesenkrake. Und bereits im zweiten Viertel Moody mit dem ersten Vikings-Touchdown zum Ausgleich. Sehr schön zu sehen im Replay die starke Blockarbeit der schweren Burschen der Offense-Line. Dazu passend tanzt man auf der Tribüne Nelly the Elephant. Nach einem schnellen Turnover und Down sind kurz darauf wieder die Vikings im Ballbesitz und wieder ist es Moody, der sich durch zwei Big Plays Gross in Szene setzt. Zuerst nach einem Pass von Gross und dann mit einem feinen Lauf fast schon bis in die gegnerische Endzone. Der Touchdown geht dann an Tyden Thaler, Quarterback Christoph Gross mit einem Schupfen auf den 2-Meter-Mann. Die Freude der Vikings hält dann aber nicht allzu lange. Dresden mit tiefem Pass auf Tyson Garnham, der die Zonenverteidigung im Backfield überläuft, 41 Yards Raumgewinn. Einen weiteren Pass über 42 Yards später sowie einige Tackling-Versuche der Vikings sorgt Jan Hilgenfeld für die nächsten Punkte. Touchdown für die Monarchs. Doch es bleibt beim 14:13, weil Hilgenfeld, der wie im deutschen Nationalteam nicht nur als Receiver, sondern auch als Kicker im Einsatz ist, am Extrapunkt scheitert. Kurz darauf dann gleich der nächste tiefe Pass, diesmal für die Vikings. Cross auf Dubravets, 36 Yards. Und wenig später wieder Cross auf Moody zum nächsten Touchdown. Moody in dieser Situation im Nachfassen mit guter Konzentration auf den Ball, 21:13 für die Vikings. Das Heimteam zu diesem Zeitpunkt also mit 8 Punkten Vorsprung, doch Dresden steckt nicht auf, will vor der Halbzeit noch punkten und das gelingt auch. Erneut beweist Quarterback Jeff Welch viel Übersicht, 37 Yards auf Trevor Deed und dann 23 Yards auf Guillaume Riou zum 21:19. In Folge entscheiden sich die Monarchs für eine Two-Point-Conversion und wieder ist es Allzweckwaffe Trevor Deed, der erfolgreich in die Endzone spaziert. Mit 21:21 geht's in die Halbzeit. Monarch-Cheerleader und Vikings-Cheerleader sorgen vereint für die Pausenshow.
der Pause die Deutschen im Ballbesitz, können aber nicht profitieren. Turnover und Downs und wieder sind die Vikings am Ball. Und die machen es viel besser, groß auf Dominik Bubik, Touchdown. Ja, Ali auf der Halle, der freut sich, der dreht eine Ehrenrunde. Doch egal wie viel Gas die Vikings an diesem Tag geben, sie können die lästigen Deutschen einfach nicht abschütteln. Wieder mal Welsch auf Ryu mit dem vermeintlichen Ausgleich. Vermeintlich deshalb, weil die Monarchs in dieser Situation erneut auf 2 Punkte gehen und das erfolgreich. Trevor Deed mit der Führung für den deutschen Vizemeister. Im letzten Spielabschnitt die Vikings dann zunächst mit Glück. Bubik fummelt einen Screenpass von Gross und die Monarchs erobern den Ball, aber der Turnover zählt nicht. Stattdessen gibt es eine Strafe gegen die Deutschen, Facemask. Und doch dauert es nicht lange, bis die Gastgeber den Ballbesitz trotzdem verlieren. Nach einem Sack von Gross müssen die Vikings punten. Eine weitere Strafe später, diesmal gegen die Vikings nach einer Pass-Interference von Valentin Schulz, befinden sich die Monarchs bereits tief in der Hälfte der Vikings. Dort liefert Trevor Deed einmal mehr einen sehenswerten Run. Seine Mitspieler blocken ihm da den Weg frei. Das allerdings vielleicht sogar zu gut. Ein Holding annulliert den Touchdown und das findet der US-Import, ja, sagen wir, weniger fein. Er übergibt sich in der Endzone. Aus Erschöpfung oder Frust, man weiß es nicht. Trotzdem, die Monarchs lassen sich an diesem Tag durch nichts verunsichern. Welsh auf Hilgenfeld mit einem tiefen Pass, der so lange in der Luft ist, dass selbst die zwischen seinen kräftezehrenden Runs wieder Zeit hat, Luft zu schnappen und neue Kraft zu tanken. Und die nützt er gleich im Anschluss zum 35:28 für die Monarchs. Danach sind die Deutschen weiterhin bemüht, den Score möglichst weit nach oben zu treiben. Sie brauchen ja unbedingt einen Sieg mit mindestens 14 Punkten Vorsprung, um noch ins Endspiel aufzusteigen. Die Two-Point-Conversion wird diesmal aber gestoppt. Und auch der versuchte Onside-Kick der Deutschen geht gehörig daneben. Hilgenfeld mit viel Bums und der Ball geht unberührt out of bounds. Zu diesem Zeitpunkt nur noch etwas mehr als 2 Minuten auf der Uhr. Christoph Gross nützt die gute Feldposition und führt seine Offense bis an die 13-Yard-Line. Und von dort findet er Stefan Postel in der Endzone. Touchdown! Und die Vikings gleichen knapp vor Spielende noch einmal aus. Ja, für die Deutschen ist zu diesem Zeitpunkt der Europol-Zug eigentlich schon abgefahren. Noch 14 Punkte, das werden sie wohl nicht mehr schaffen. Aber sie können immer noch den Vikings die Titelträume zerstören, denn die brauchen unbedingt einen Sieg. Welsh, der versucht es wieder einmal tief und wieder lassen sich die Vikings die Bees überlaufen. Deed fängt den Ball und kommt bis in die Vikings Red Zone. Die Spannung also nicht mehr zu überbieten und 7 Sekunden vor Spielende. Wieder Welsh. Natürlich wieder auf Deed, Touchdown. Und damit die endgültige Entscheidung in der Partie. Der Extrapunkt geht zwar daneben, aber das ändert nichts mehr und auch der Onside-Kick der Dresdner ist nur noch Draufgabe. Die Monarchs gewinnen 41:35 und eliminieren damit die Vikings aus dem Eurobowl-Bewerb, der damit erstmals seit 2002 ohne österreichische Beteiligung über die Bühne geht. Deutschland, nicht Österreich, ist wieder die Nummer 1 im europäischen Football und das nicht nur mit dem Nationalteam, sondern jetzt auch wieder auf Clubebene. Ein intensives und aufregendes Big Six Spiel ist zu Ende gegangen. Die Dresden Monarchs haben 41:35 gewonnen und der wahre Sieger des heutigen Tages ist eigentlich Braunschweig. Die haben nämlich den Einzug in das Finale der Big Six geschafft. Die Postgame-Interviews mit Spielern und Coaches beider Mannschaften, die gibt es natürlich bereits auf Crush TV. Nächste Woche melden wir uns wieder von der Hohen Warte und zwar von der Blue River Bowl. Da begrüßen die Raiffeisen Vikings die Danube Dragons zu einer Neuauflage des Stadtderbys. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Bis dann, eure Kiki.